Ein Zuschauer wisst bestimmt genau, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Wenn ihr nicht, dann zeige ich es euch. So, ihr kennt ja bestimmt alle diesen Wald und wo er jetzt hinführt. Und was ich schon lange geplant habe, werde ich heute machen. Ich schaue mir die Schrebergärten von Omenhausen an. Endlich. Ein Tag im Leben des Stefan C. Leider habe ich die 2-3 Sixpacks vergessen mitzunehmen in meinem vergammelten Rucksack. Aber sonst einfach mal die Natur genießen. Da sind Äpfel. Da holt er sich bestimmt immer ein. Dann hier kackt er einen Wald rein. Ja, man sieht sogar die Tempos von ihm. Ja, das verstehe ich ihn langsam, wenn man hier jeden Tag hingeht zum Saufen. Ist auf jeden Fall ein schöner Weg zum Laufen. Und wir sind ja auch gleich da. Von dem her, da hätte er auf jeden Fall einen Haufen Feuerholz. Aber er hat ja selber genügend Grünstück im Garten liegen. Jetzt sind wir auf jeden Fall der erste Schrebergarten von dieser Kleingartensiedlung. Schönes Spielhaus. Also wo ich das letzte Mal hier war, war das alles vergammelt. Obwohl, ich täusche mich da gerade, glaube ich, oder? Ne, das kommt ja jetzt. Das ist ja ganz schön mit dem Hüttel und so. Das hat sich ja noch richtig Mühe gegeben. Jetzt kommt die vergammelte Fläche. Ich hätte andere Schuhe anziehen sollen. Mit der Schlammschlacht hier. Und hier haben sie dann Einbrecher. Wobei, wenn ich hier einbrechen würde, hier gibt es ja nichts zu holen. Das ist ein Anhänger. Ein Schrott. Also ich sehe hier echt nichts. Jetzt kommen wir zum einen von der schönsten Gärten. Hier in dieser Kleingartensiedlung. Das Highlight finde ich von der Dekoration her. Einfach toll gemacht. Aber der Weg zu seinem Garten. Echt schön. Die schöne Waageräder. Und der schöne Terrasse. Herrlich. Überall schöne Dekoration. Auch mit einer schönen Tanne. Schön. Schade finde ich halt, dass die Motorsense und Kettensäge bei dem Wetter draußen liegen lässt. Das ist echt schade. Aber sonst richtig schön hier. Da liegt da gar kein Müll mehr da. So, jetzt gehen wir mal zum Schandfleck von der kleinen Garten. Der kleinen der Siedlung. Total unbewohnt. Ich glaube, hier wohnt sogar ein Obdachloser, hat mir eine Zeit lang hier gewohnt. Ah, aber er hat es jetzt langsam mal gestrichen. Schaukler jetzt mal wegräumt. Den Baum hier will er auch noch wegfällen. Da gibt sich auch langsam Mühe. Jetzt können wir das alles ein bisschen besser betrachten. Schauen wir mal nach der Bierflasche.
Ah, die hat wohl da alles schon abgegeben. Ah, da ist ja seine Bank, seine Eckbank. Schön. Und das ist das Pavillon. Hat auch gut entsorgt. Muss schon sagen. Fahrrädle hat er jetzt auch. Der Rasenmäher hat er sehr gut. Ich weiß, es tut ihm gut, bei so einem Wetter draußen zu stehen. Eine Schubkarre. Und schneit schön rein. So eine Lichterkette ist schön unter Dach, dass es nicht kaputt geht. Ja, hat es richtig Mühe gegeben. Und sein Grünschnitt, hey, der ist schon fast weg. Tatsächlich. Ich, das meinte ich mit dem Schutthaufen, Stefan. Die sollte halt mal weg. Und dann könnte ich eine schöne Grillstelle machen. Aber nicht so. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Da ist überhaupt nichts gemacht. 6 Steine hast du hingelegt. Beeindruckend. Jetzt gucken wir mal zum Mann darüber. Tatsächlich. Der hat das so dicht gemacht, dass der Stefan dann nicht mehr durch kann. Das meinte ich mit der schönen Terrasse, Stefan. Der muss jetzt bloß noch ein paar Plexiglasscheiben oben drauf machen. Und dann ist sie fertig. Ich sehe nicht, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Aber schöne Aussicht hast du auf jeden Fall hier. Was hat man denn da vor? Aber sieht man so jedes Mal. Matthias und Frankie sehen ja auch mal, wie der Garten hier aussieht. Aber also ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wie so ein paar Kleinigkeiten. Wie dass man halt die Schubkarre verrosten lässt und ja. Und sein Acker hat er ja jetzt auch mal. Sonst ja. Stefan, dein Garten macht sich nach 5 Jahren. Und das ist sein Bogen, wo er gesagt hat, wo er hat. Spülmittel ist auch gleich griffbereit. Goldfisch hat ein kleines Aquarium. Und eine Wurzelbürste. Ja, schön hat er das gemacht. Also kein Obdachloser der Welt hätte das schöner machen können. Legt da einfach diese Steinplatte wieder dahin und gut ist. Du musst ein bisschen aufgraben und dann so groß aufwendig ist das doch gar nicht. So, dann gehen wir wieder raus aus dem wunderschönen kleinen Garten. Nächste Kleingarten, da waren wir auch schon, Stefan und Maurice. Sind wir da gesessen auf der Wiese. Beziehungsweise wir sind gestanden, haben Bier getrunken. Aber der Garten hat auch Potenzial. Schön, wenn ich den bekomme, der wäre der Nachbar von Stefan. Könnten wir uns da gegenseitig helfen und die Garten vernünftig aufbauen. Da geht's aber ordentlich voran, ha? Was kommt denn da überhaupt? Nein. So, es fehlt noch in deinem Garten. Entweder Hollywood-Schaukel oder Bänkle. Ganz oben nah und da hast du richtig geile Aussicht. Herrlich. Überall Früchte. Das ist natürlich richtig geil gemacht.
Er hat sogar einen eigenen Parkplatz. Das ist dann das größte Highlight, glaube ich, hier. Das ist ein richtiges Blockhaus, ja? Aber was mir gerade auffällt, jetzt bin ich ja genau in der Nähe von Stefan seinem Garten, könnte ich sogar hinten reinsitzen. Also, ich kann uns die Gärten ein bisschen anschauen, wo so zugewuchert war, vorne, dass man nichts sieht. Das ist auch geil. Ich meine jetzt diesen Kamin, Grillkamin, der ist mega. So, gehen wir mal weiter. Alle kleinen Gärten werden wir jetzt natürlich nicht anschauen. Es wird langsam dunkel. Und ich stehe im Halteverbot. Oh, sogar eine kleine Badewanne. Fühlt man sich ein bisschen wie bei Peter Lustig. Aber es ist echt ein großes Grundstück von denen. Und schön. Ja. Sieht man ja die Büsche, wie die gepflegt sind. Alles zurechtgeschnitten. Ja, die haben sich richtig Mühe gegeben. Kannst du ein Beispiel nehmen, Stefan? So macht man richtige schöne Garten. Ja, das ist der nächste Kleingarten. Die haben ordentlich Kohle reingesteckt. So wie wie das Blockhaus gerade. Mit Stacheldraht. Stefan, das sollte ich auch mal bei dir nachmachen. Die haben aber auch richtig schöne Aussicht. Also der hat mir schon lange von der Größe her. Der wäre gut zum Meer und könnte schön im Sommer dann Grillfestle machen, beziehungsweise auch im Winter. Auch toll. Richtig schönes, großes Grundstück. Bisschen wie eine Wirtschaft. Wie die Waldklause. Na da, laufen wir doch gerade mal eine Runde. So, das ist schön. In dem Garten ist jetzt gar nichts. Ich fahre nur einen Hang runter. Könnte ich theoretisch Genickbruchschlittenfahrten machen. Ja, das Pinkel ist ein bisschen blöd platziert. Da sehe ich schon gar nichts. Und ich glaube, es kommt ein Rundgang. Ja, das war's mit der kleinen Gärte von Oma Hause. Das Pinkel ist ja auch. Von Arsch. Aber Stefan, das könntest du doch Kohle mit über Nacht- und Nebelaktion. Guck mal, wie das befestigt ist. Und das ganz oben nachmachen bei deinem Puppe. Muss halt aufpassen, hier ist arschglatt. Moment. Oh. Nope. Bräuchte einen Gabelstapler. Alles klar. Dann. Ja. Aufpassen, dass man auf die Fresse haut. Seid ihr bestimmt freue, Stefan, ne? Wenn dein bester Kumpel auf die Fresse schon legt, fällt. Das sind halt Freunde, ja? Den möchte ich jetzt noch anschauen. Habe ich jetzt nicht angeschaut, weil da oben Auto steht und der, wenn der mich sieht, denkt er bestimmt, ich will die Garte, Kleingarte aussperren und der Einbrecher. Der ist auch Platz. Aber der hat auch keine Terrasse. Aber dafür ein Frosch.
Und das ist das, was der Stefan dem letzten gemeint hat. Mit Alfred Hitchcock, The Crow, die Krähen, die Vögel. Schon extrem viel, ja? Das ist kein Mückenschwarm, das ist ein Vogelschwarm. Und da kommen noch mehr. Da sammeln sich jetzt, glaube ich, alle Krähe aus der Gegend. Und da kommen noch mehr. Die sammeln sich jetzt alle. Krass. Ich euch noch zeigen. Seht ihr dieses Tor? Seht ihr dieses Sicherheitsschloss? Sieht sehr neu aus sogar. Aber kommt dann auf jeden Fall nicht rein in diesen Garten. Alles verrammelt und verriegelt. Jetzt zeige ich euch was. Alles verrammelt und verriegelt. So, derselbe Garten. Ja, kommt mal jetzt sehr schwer rein. Ah, sehe, Steffen war auch da. Ah, ein Tavanello, ein Weißwein hat er getrunken. Da ist auch noch was zum Naschen. Oder weiße Beeren. Allein schon das Tor sieht einladend aus. Ich bin jetzt halt nochmal in den Garten. Wenn er Besuch hat, können sich auch einen Regenschirm wegnehmen. Allerdings, was ich jetzt halt nicht so schön fand, das hier. Da ist der Pfandflasche und diese Edeka-Tasche rumliegt. Aber ansonsten, von der Deko her, auch Vogelhäuschen, so Frankie, wie du es gefragt hast, gibt es hier auch. Ist einfach perfekt. Blumentröge. Da läufst du dann rein in den Garten und dann wirst du gleich von schönen Blumen empfangen. Hier hat er lauter Gedecke drauf. Herrlich. Einfach schön. Zeige ich euch noch ein Abschlusshighlight, was ich ganz schön finde. Ist doch herrlich, oder? Also, dreh mal die Kamera. Ja. Also ist richtig schön hier draußen zu laufen. Bäh! Bäh! Schon wieder ein Schwarm. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Und wir sollten uns in Acht nehmen. Vielleicht hat das mit Corona zu tun. Sollen wir was füttern? Jetzt haut's ab. Hm? Bist du? Ah, das ist auf jeden Fall ein schöner Weg zum Herlaufen, Stefan. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Stefan, nimmt es ein bisschen mit Humor. Du hast mich heute Morgen auch richtig aufgeregt. Dass der kleine Retourkutsche kommt, war dir ja bewusst. Aber ansonsten ist dein Garten eigentlich ganz schön. Wenn jetzt wieder ein neuer Pavillon kommt, passt es. Dann können wir im Sommer mal kommen. Aber deine Aggressionen soll ich halt in nächster Zeit ein bisschen im Zaum halten. Und komme ich dieses Jahr natürlich nicht mehr. Ihr kennt mich doch. Ich kann noch nie richtig aufhören und filmen. Ich finde ein schönes Grundstück. Ein schöner großer Teich.
geil. Ja. Mir gefällt's. Ja, aber ich denke, jetzt war es wirklich im Film. Schaut es euch nochmal an. Schöner Weg zum Laufen. Stetig gut, Steffen, dass du jeden Tag ein Gartenmensch. Gut, bei der zur Zeit, bei dem Kackwetter ist es nicht so schön, aber ansonsten, ja. Oder hier schön im Sommer mit den Flipflops zum Gartenlaufen. Geil. Also, macht's gut. So macht man das. Sehe aber nichts. Hier? Ah, Stabheuschrecke. Oder? Ja. Soll eigentlich ein Gecko drin sein. Hier oben. Wie seht ihr denn ja? Das Einzige, was sich in der Reihe mal bewegt, sind die Heuschrecke. Ja, ich sehe hier, ich habe es in keinem Terrarium was gesehen. Oder sie sind so gut tarnt, dass ich es nicht sehe. Immer die Kamera ein bisschen weiter weg. Ah ja, die Heuschrecke bewegt sich. Zumindest können sich die Fische nicht verstecken. Jetzt habe ich mal was. Schön, so. Wird sozusagen 200, 250 Euro kosten. Brauchst halt aber auch dementsprechend ein großes Terrarium, wie ihr seht. So, mal weiter. Ich sehe mal noch irgendein Highlight. Alles Galabe, Sturm gehabt, Stefan. Interessant. Blöd mit der Spiegelung. Also. Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen grenzwertig. Ja. So riesige Heuschrecken in so einem kleinen Ding einsperren. Hier so ein Tausendfüßer drin, also. Weil er mich auch versteckt.
Eine Fauchscharbe. Sehe ich auch nicht, schade. Natürlich sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Video. Hier kommen noch ein paar Highlights aus dem Leber vom Stefan. Ja, das müsste euch auch wohl bekannt vorkommen. Und das ist erst recht. Ja, da hat er sich im Winter immer aufgehalten. Unter der Klimaanlage. Dann hat er ein Bierle noch am Ende getrunken, bis er so viel Bierle getrunken hat. Ist schon irgendwann mal hier in der Hecke eingeschlafen. Aber scheinbar ist hier gar nicht mehr. Ein bisschen Müll liegt zwar noch rum, aber nicht mehr so wie früher, wo er noch da war. Ja, das war eine Zeit. Dann gehen wir weiter zu den nächsten Highlights. Hier hat er dann immer hinpinkelt. Und dann ist er besoffen über die Wiese geschwenkt. Zum nächsten Treffpunkt, wenn das Wetter dann wieder besser war. Jetzt sind wir beim nächsten Highlight im Laufe. Ich denke, ihr kennt alle den Weg, wo es hingeht. Seht ihr mal die herrliche Aussicht dann. Ist klar, dass da hier oben immer gesessen ist zum Saufen. Jetzt sind wir da. Seht euch diese herrliche Aussicht an. Schön, hm? Wie viel Schnee hier nun liegt. Bei mir ist fast schon alles weg. Und hier war es dann. Das Bänkle. Schade, es ist nicht mehr da. War immer schön. Da oben gesessen sind. Da. Hier war es doch. Wir gesessen. Und dann haben sich hier der Stefan und der Chubbs dann verprügelt. Weil der Stefan hier das Fahrrad abgeschmissen hat. Da ist dann die Mülltonne, wo der Frank gegen imaginäre Feind gekämpft hat. Und hier hat der Marcel hinter. Oh, das ist ja alles weg jetzt. Tatsächlich, alles gerodet. In die Hose geschissen oder eingeschissen. Ja, hier war das. Da hinten ist ein Frankie, sein Mikro im Auto ist. Wenn wir hier oben gesessen sind, dann kam er immer von da von oben wieder runter, wenn er hier hochgelaufen ist. Ja, genießt einfach die Aussicht und das merkwürdige Licht von dieser Straße. Ein schöner Wind, dass ich nicht morgen, wenn man dann morgen die Ohren wehtun, nur weil ich jetzt von Stefan hier bin. Achso, und hier sind wir zu einem Damen hingegangen, die wo dann die Oliven zu ihr eingelegt sind, und hat eine Blume aufs Fensterbrett gestellt, in einer Bierflasche. Schauen wir mal da rein, das hat man nie reingeguckt. Sieht man gar nichts, ne? Ja. Und hier habe ich immer hingepinkelt. Genau. Ja. Dann geht's mal weiter. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Also, war jetzt nicht große Highlights und keine Action. Aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen einen Eindruck vermitteln aus dem Stefan, seinem Leben in den letzten 10 Jahren. Was er alles erlebt hat. Und sprich, wenn was ich jetzt noch vergessen habe, ist dann oben aus der Bonus zu filmen. Da holt er immer sein Bier oder Tankstelle. Aber alles muss ich auch nicht zeigen, oder? Die Highlights waren ja jetzt drin. Und ja, jetzt bin ich wieder back to the roots bei der Klimaanlage. Jo, da hat er dann immer sein Bier drin geholt. Sieht man ja gut, oder? So geht's doch. Hm? Hm? Jetzt ist da gutes Bild. Da war er dann immer drin. So, ich dachte eigentlich, ich bin fertig, aber ich dachte mir jetzt,
zeigst ihm Stefan mal was, wo er bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr war. Stefan, da kennst du es bestimmt. Hm? Kennst du es noch? Ja, da hat der Herr Stefan Kando gewohnt. Sind wir doch mal so frei. Oh, leider sind eh alle unten. Und so, da war sein Klingelschild. Und hier unten hat er dann gewohnt. Im Keller. Genau. Hui, die Schächte sind so viel kleiner gemacht. Ja, was ich in 10 Jahren alles tue, oder? Dann ist immer da runtergestiefelt. Und zur Zeitstelle gelaufen. Das war auf jeden Fall im Steffen seine Wohnung. Ich glaube, das war es dann mit Highlights. Ja, das ist schon 10 Jahre her. Naja, was soll's. Käse. Stimmt, jetzt. Käse. Ah, jetzt gehen wir noch auch noch zum Ort, wo der Steffen sich sehr häufig aufgehalten hat. Genau hier. Da war er auch sehr oft, um seine Schnapspulle einzuwerfen. Aber so hat sich das dann angehört. Das war immer sein Highlight. Und hier unten an der Sporthalle hat er dann vom früheren Kumpel von mir, vom Sebastian Schnee, einen aufs Maul bekommen. Weil er da dachte, der ist der Stärkste. Kann euch auch schon zeigen, wo er da lag. Das gucken wir uns doch mal gerade an. So, die Stelle weiß ich noch. So, jetzt kommt die Stelle. Moment. Wenn man das Sporthalle. Ah, jetzt hat sich's gesoomt. Genau hier lag der Stefan dann. Gehe ein bisschen zurück. Da lag er dann auf dem Boden und hat dann rumbrüllt. Und der Schnee lag über ihm. Wir hätten fast verprügelt, wenn sich der Frankie nicht auf die zwei draufgelegt hätte. Und hier war immer der Feuerfasching. Und dann hingegangen zum Saufen. Ja, das war's. Das war jetzt die Highlight aus. Oder die Highlights aus 20 Jahren. Den Pizza, die Pizzabude in Häslach gibt es ja nicht mehr, sonst wäre man da auch hingegangen. Da hat er dann seine schwarze Freundin gehabt. Und seine Thailänderin wohnt ja nicht mehr hier. Ich glaube, da hätte es nie zu bringen sollen. Einfach, wo er die angeht, wo die gehabt hat, war es anständig. Da ist auch noch ein Baggersee hingegangen. Und er hat auch noch am See geschwommen. Jetzt geht er bloß dahin zum Saufen, wenn er mal hingeht. Ja, das war's.